Hallo und herzlich willkommen zur fünften Season des United Draft Tournaments, kurz UDT. Und in diesem Video möchte ich euch meine Kader vorstellen, aber erst einmal vorweg, wer das UDT nicht kennt, wir sind eine Pokémon Draft Liga, die sich am amerikanischen System orientiert hat, in denen insgesamt 24 Teilnehmer à 12 pro Liga um den Einzug in die Playoffs kämpfen und um den Ligasieg natürlich. Dabei können aber auch Leute auf- und absteigen. Jeder Teilnehmer hat Zugriff auf 12 Pokémon, die wir im Draft uns gepickt haben, welche ihr auf dem Kanal von PokGalaxy euch gerne noch einmal ansehen könnt. Den Link zu seinem Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber genug vom Vorgeplänkel, kommen wir nun zum eigentlichen Thema dieses Videos. Mein Name ist Drake und ich trete diese Season erneut mit meinem Team, den Crystal Flames, an. In den letzten Seasons konnten wir uns immer bisher so durchsetzen, dass wir in die Playoffs kamen, was auch diese Season natürlich mein Ziel sein wird, aber natürlich auch der Liga-Sieg. Aber fangen wir doch erst einmal mit meinem Draft-Fazit an, bevor es zu meinen Picks geht. Denn dieser Draft war mit der anstrengendste und nervigste ever. Und das nicht nur wegen seiner Länge, sondern weil mir so viel einfach gesniped wurde. Was meine Planung dermaßen durcheinander warf. Core-Mons, die ich in den ersten drei Runden picken wollte, waren einfach direkt weg, bevor ich auch nur dran denken konnte, sie zu picken. Und beziehungsweise bevor ich überhaupt nur dran kam. Weshalb ich auch irgendwie schauen musste, während des Livestreams umzubauen, ohne groß meine Synergie oder Strategie zu beeinflussen. Dies hat mehr oder minder geklappt, dennoch bin ich nicht wirklich ganz zufrieden mit dem, was ich am Ende rausbekommen habe, aber vielleicht funktioniert es ja trotzdem, wer weiß. Aber kommen wir doch erst nochmal zum ersten Pick. In der ersten Runde musste ich als Vorletztes ran, was eigentlich auch ein Vorteil ist, um seinen Core schneller bilden zu können. Leider wurde aber in den Picks vor mir schon mein Plan zerrüttelt, indem einfach Kentagio sich Lando T und Notsera Aura schnappten. Quasi also mein First Pick und der Ersatzpick fürs Tier 1 waren erstmal so direkt weg. Also musste ich zu meinem Ersatzpick springen, nämlich Kyurem. Kyurem ist mit unter einer der, denke ich mal, solideren Picks im Tier 1, die viel fürs Team machen können. Die Coverage ist gewaltig und mit Werten wie 130 sowohl im Angriff als auch im Spezialangriff kann es ziemlich reinhauen. Besonders da der Gefriertrockner auch Wassertypen trifft, sehr effektiv, weswegen Bulky Water Mons einfach kein Switch-In mehr sind. Im Großen und Ganzen ist Kyurem ein Mon, was man nur sehr schwer dauerhaft rollen kann. Allein weil es auch mit den DLCs nun Zugriff auf Moves wie Schuppenschuss, Drachentanz und Eissperrt, wodurch es nun auch super physisch zu spielen ist, was mir viel Spielraum geben wird tatsächlich. Aber gut, Runde 2 war anstrengend, denn Pock hat sie nämlich direkt erst einmal Lascho-Kick gepickt, was ich eigentlich auch haben wollte. Also nochmal ein Snipe in Runde 2 tatsächlich nochmal hinterher. Und das wird nicht der einzige gewesen sein, denn hier bin ich erst einmal vorsichtshalber auf mein G-Max-Tier gegangen. Und zwar habe ich mir hier Giga Turtok gepickt. Offensiv und defensiv gesehen finde ich Turtok als echten Zuwachs und Grundmechanik im Team sehr notwendig. Es bietet mit seinem G-Max-Move nochmal Chip-Damage über 5 Runden, welcher über Sieg und Niederlage entscheiden kann. Ich meine, wer kennt es nicht, das gegnerische Mon überlebt mit einem HP und dann kommt einfach mal der G-Max-Effekt und das Ding geht trotzdem down. Das ist geil. Außerdem hat es, zumindest nach der Giga, auch noch Zugriff auf Cell Smash und Rapid Spin, um gegnerische Linien notfalls im Alleingang zu brechen, beziehungsweise um die Hazards auf unserer Seite zu entfernen. Wenn der Gegner auch nichts mehr entgegenzusetzen hat, kann das einfach mal ganz schön schnell in einem GG enden. Es gibt da leider, wie gesagt, das ist ein Problem. Durch die Regeln darf ich halt weder Cell Smash noch Rapid Spin vor der Giga anwenden. Was ich total dämlich finde eigentlich, aber naja, gut, ist nun mal so, ne? Darauf folgten aber leider nochmal ein paar Snipes. Unter anderem ist uns im Tier 4 Neuvern abhanden gekommen durch den guten Cringe, weil er sie einfach meinte, im zweiten Pick
Neuwirn zu holen. Wo ich mir so denke, Alter, wer macht sowas? Wer geht denn bitte schon in seinen zweiten Pick in Tier 4? Ja, cringe. Cringe macht das. Der gute Richard. Ja, der macht das Ding. Deswegen musste ich mir dann jetzt was einfallen lassen. Und damit ich ein bisschen mehr Zeit habe, weil wir haben ja sowieso noch Zeit bis zu Tier 4, habe ich erstmal mit meinem Tier 3 weitergemacht, um das zumindest zu vervollständigen. Und zwar habe ich mir hier Bronzong ins Team geholt. Mit Bronzong haben wir den Stahltypen, den wir für unseren Fantasy-Core benötigen. Und mit seiner starken Defensive auf beiden Seiten kann es tatsächlich wirklich vielseitig eingesetzt werden. Dazu hat es noch Zugriff auf Tarnsteine, um zusätzlichen Chip zu geben, sofern der Gegner keine Plateauschuhe trägt. Mit der Fähigkeit Schwebe und Hitzeschutz kann es hier und da auch mal ein paar kritische Situationen aushelfen, wobei ihm aber leider die Recovery fehlt, was man leider mit Überresten oder etwaigen anderem Support entgegenkommen muss. Das wird schwer auszugleichen, ich sag's euch. Kommen wir dann aber doch mal tatsächlich zur Runde 4. Denn hier habe ich mir ein Unlicht-Pokémon gepickt, was aber auch gleichzeitig ein Stahlchip ist. Nämlich Cesurio. Cesurio ist ist fest in meiner Grundstrategie eingeplant. Es ist nämlich quasi der Dreh- und Angelpunkt in diesem Team. Denn das Team handelt teilweise tatsächlich um Cesurio herum. Einfach wegen seiner Fähigkeit Siegeswille. Denn mit dieser Fähigkeit können wir den Gegner punishen, wenn er ungeachtet aufs Auflockern geht. Denn Auflockern kennen wir ja, Defog entfernt Hazards. Wir haben momentan Tarnsteine. Nicht jeder will Tarnsteine fressen. Deswegen setzen wir gerne mal einen Defog ein, weil man sich überwiegend Defogger holt, weil die Rapid Spinner relativ begrenzt sind. Und durch Pokémon natürlich wie Geist-Pokémon abgefangen werden und dann kannst du mit deinem Spin auch nichts mehr anfangen. Deswegen sind Auflockern bzw. Defog-Pokémon ziemlich häufig in einem Team und das wollen wir punishen. Oder wenn jemand zum Beispiel Klebernetz spielt, wir verlieren einen Wert, zack, Siegeswille aktiviert sich, wir sind mit unserem Angriff auf plus 2 und das kann ganz schnell zum GG werden. Denn es gibt schon viele, die von einem Cesurio auf plus 2 einfach mal so weggesweept wurden. Das kann ganz schön schnell gehen. Mit einem weiteren Stahlmon im Team haben wir aber auch noch eine Anti-Toxic-Stall-Taktik quasi. Denn in den letzten Seasons, beziehungsweise auch einmal in der MPBL durch Bene, wurden wir ja immer relativ oft durch Toxic-Stall ausgekontert. Und das will ich jetzt so ein kleines bisschen umgehen. Indem ich jetzt einfach ein zweites Stahl-Pokémon gepickt habe. Ich denke mal, das kann gar nicht mal schaden, ein zweites mit drin zu haben. Aber vor allem, weil beide unterschiedliche Sachen machen. Das eine ist ein Angreifer, das andere ist ein defensives Mon. Also, sie haben schon ihre eigenen Rollen. Weswegen dieser Doppeltyp gar nicht mal so fatal ist. Kommen wir aber doch schon mal zur Runde 5. Und zwar wurde es hier etwas hektischer, die Picks wurden schneller getätigt. Und ich war immer noch an einem Ersatz für Urhafnir suchen, weswegen ich dann erst einmal mein Tier 3 ausgefüllt habe. Und zwar habe ich mir Roserade gepickt. Mit Roserade haben wir nämlich noch einmal Zugriff auf weitere Hazards wie den Stachlern und den Giftspitzen. Zudem hat es einen Spezialangriff von 125, sehr viel Power, um auch mal was auszuteilen. Mit seinen 90 Initiativpunkten hilft es auch im Speed hier etwas, da bisher unser schnellstes Monkure mit 95 Init war. Mit dem Gifttypen können wir auch Giftspitzen vom Gegner entfernen und auch Toxin immer zu 100% treffen. Wir brauchen uns da keine Sorgen machen, dass es mal daneben geht. Und zusätzlich sind wir natürlich auch noch gegen gegnerische Toxin-Attacken immun. Jetzt zu einem Pokémon, was ich, denke ich mal, nicht bereue. Ich freue mich tatsächlich sogar drauf, denn wir sind nochmal ins Tier 1 gegangen und dadurch, dass ja das Tier 1 schon voll ist, muss ich in die Free Picks gehen. Das heißt, ich muss 180 Punkte auffahren, damit ich ein weiteres Tier 1 Pokémon kriegen kann. Aber dafür war es mir das wert, denn wir haben uns Mamutl gepickt. Mamutl, sehr, sehr starkes Pokémon. Ich hätte es auch schon öfters gerne gespielt, aber es kam halt leider
oder ich kam halt nie dazu, es mal zu picken, weil halt immer irgendwas anderes in meinen Augen dann doch besser war und ich nur ein C1 Pick haben wollte. Dieses Mal habe ich mir gedacht, okay, gut, komm, diesmal picke ich mir zwei. Am Anfang war es eigentlich Lando, Sera, Aura. Die wurden aber natürlich gesniped. Deswegen muss es jetzt Kyurem und Mamoche sein. Und wer aufgepasst hat, ja, wir haben jetzt einen zweiten Eistypen im Team. Aber das ist total Schall und Rauch. Weil die beiden Pokémon sollen ja eigentlich nicht defensiv gespielt werden. Kyurem können wir zwar defensiv spielen, müssen es aber nicht. Ich meine, die Sub-Roost Pressure-Taktik mit Kyurem ist schon ganz geil, ne? Aber gut. Mamoche hat nochmal zusätzlich Speckschicht. Damit können wir auch nochmal ein paar Feuerattacken besser aushalten. Und Eisattacken quasi komplett nichtig machen. Außerdem hat es mit seinen 80 Punkten Initiativswert zwar jetzt nicht den schnellsten, beziehungsweise die schnellste Initiative, aber es hat einen sehr hohen Angriffswert. Und das gleicht halt dieses Manko wieder auf. Das gleicht dieses Manko natürlich aus. So, auf dem Papier sorgt Mamoche also auch immer für Probleme. Jetzt heißt es aber auch nur noch die Theorie in die Praxis umsetzen. Deswegen, mal gucken. In Runde 7 nähern wir uns nun langsam den Lower Tiers, weil das meiste schon gefüllt ist. Ich suche aber immer noch nach einem Ersatz und ich bin der Meinung, ich habe jetzt eins gefunden. Ich bin nämlich dann nochmal in die Free Picks gegangen und habe mir Mantax im Tier 3 gegönnt. Denn Mantax ist nämlich nochmal ein weiteres Bulky Water, was wir durch Lushro King verloren haben. Und somit haben wir nochmal einen Defogger mit dazu bekommen, der gegnerische Hazards entfernen kann. Dazu hat es aber auch noch den Roost, wodurch es sich dann halt nochmal recovern kann, was, finde ich, für ein defensives Mon doch schon ganz schön wichtig ist. Was Bronzong, wie gesagt, eben nicht hat. Und mit seinem sehr hohen Spezialverteidigungswert hilft es Bronzong natürlich auch noch etwas aus, dass wir es nicht unbedingt speziell defensiv spielen müssen, sondern auch physisch defensiv spielen können. Das hat uns zwar leider 100 Punkte gekostet wegen dem Tier 3, weshalb wir nur noch 120 übrig haben, aber ich denke mal, damit sollten wir eigentlich zurechtkommen. In der 8. Runde, ja, was soll ich dazu sagen? Sie kommt, die Zeit der Verzweiflung, denn man kann sich jetzt nicht mehr vor einem Tier 4 Pick drücken. Ich hätte auch gerne eigentlich hier Sabayone gepickt. Nur leider ist mir das schon in Runde 7 abhanden gekommen. Meine Sprachfehler heute sind on fleek. Ich verstehe es nicht. Ist ja auch schon spät. Ist ja auch schon 20 nach 12. Mitten in der Woche. Naja. Wo waren wir? Genau. Uns fehlt jetzt definitiv eine Fee, weil Sabayone ist uns abhanden gekommen. Lott hat sich das in der 7. Runde vor uns gepickt. Das war natürlich ein bisschen blöd, weil eigentlich wollte ich Klebenetz im Team haben. Jetzt haben wir es nicht mehr. Okay. Das heißt, wir müssen erst einmal ein anderes Feen-Pokémon suchen. Und da habe ich dann natürlich auch ein bisschen mit auf den Speed geachtet und mich deswegen dann für Galagalopper entschieden. Mit einem 105er Speed und ich glaube 100 Angriff. Ich glaube, ja, ist es eigentlich ganz gut. Es ist zumindest momentan unser schnellstes Pokémon neben Kyurem, wegen den 105er Initiativwert, wo Kyurem ja nur mit 95 brilliert. Und außerdem ist es dann nochmal ein offensiver Feentyp, der ebenfalls ein Giftschreck sein kann, wegen seinen Psychoattacken tatsächlich. Hat es nämlich einen sehr, sehr guten Counterpool. Außerdem hat es durch seine Fähigkeit auch noch eine Immunität gegenüber Gift, was auch nochmal ganz gut ist für unsere Anti-Toxic-Stall-Taktik. Wir werden zwar nicht wirklich viel outspeeden, aber Hauptsache, wir haben jetzt einen 105er-Speed mit drin. Es ist kein Grund für die Euphorie, aber so kann zumindest unser Gegner nicht unbedingt auf das Angriffswesen sich einstellen, indem er zum Beispiel jetzt Adamant oder Mollus spielt, weil er sowieso weiß, dass er schneller ist als wir.
Und das ist doch eigentlich ein Punkt, den ich gerne sehe. In Runde 9 haben wir nur noch 4 Felder frei und eins davon wird durch Magbrand ausgefüllt. Mit Magbrand im Team stellen wir nun auch neben den Fantasy-Core mit Kyurem und Bronzong bzw. Cesurio und Galagalopper auch ein Fire-Water-Grass-Core. Außerdem hat Magbrand einen sehr geilen Move-Pool, der hier und da sicher uns weiterhelfen kann. Sein Angriffswert und Initiativwert sind recht solide für einen Tierfee-Pick und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, es zu spielen. Es hat mir schon im Teambau viel Spaß gemacht und ja, mal gucken. Nun kommen wir zum 10. Pick und zwar habe ich hier nochmal ein bisschen auf meine Initiative geguckt. 105er, 195er, 90 kommt glaube ich noch einmal mit dazu und ansonsten um die 80 rum. Das ist natürlich jetzt nicht gerade schnell. Deswegen picken wir uns, haben wir uns noch Tauros mit reingenommen. Zwar im Free-Tier, wodurch wir nochmal 60 Punkte opfern mussten, aber ich finde, es ist ein ziemlich starker Tier-4-Pick. Denn es hat Zugriff auf rohe Gewalt, einen Angriff von 100 sowie einen 110er Speed-Wert. Und das Pokémon kann einfach Lücken reißen ins Team des Gegners. Außerdem haben wir auch noch für den Fall der Fälle ein Bedroher parat. Ob wir Anger Point spielen werden, ist eine andere Frage, weil der sich nur aktiviert, wenn wir gekrittet werden. Und gekrittet werden will ich eigentlich möglichst wenig. Aber gut. Kommen wir nun zu meinem, ich sag jetzt mal, Meme-Pick. Nämlich Pick 11. In Runde 11 natürlich. Wer hätte es erwartet? Jetzt wird es nämlich ein bisschen komisch, wenn wir nämlich schon bei diesem Thema sind. Denn dieses Pokémon hat man so schnell nicht auf dem Schirm. Denn es ist Pikachu. Pikachu im Tier 5. Und ja, ihr habt richtig gehört. Pikachu. Ich habe mir die Pika-Power ins Team geholt. Und mit dem Item Kugelblitz ist es doch tatsächlich eine gute Alternative. Es hält zwar nicht wirklich viel aus, aber es hat halt Moves wie Extreme Speed, Fake Out, Knockoff. Also vieles, was man auch physisch spielen kann. Oder natürlich auch ein Donnerblitz, Wurlswitch. Es hat nochmal ein bisschen Switch Advantage mit dabei, die mir in diesem Team massiv fehlt. Ich habe sonst nur Flipturn auf Blastoise, verdammte Scheiße. Und das ist mir zu wenig. So, einen zweiten wenigstens mit dabei haben, ist so zumindest etwas. Und ja, im NU oder woran man das, glaube ich, gespielt hat, kann auch im PU gewesen sein, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen will ich es auch hier in der UDT picken. Gut, kommen wir nun zu meinem letzten Pick. Und zwar war das hier in dem Fall Alola Kokowai. Ich habe mir nicht wirklich groß was dabei gedacht. Ich habe es einfach gepickt, weil es war die Ende des Drafts. Also ich wollte essen, ich hatte Hunger, ich hatte keinen Bock mehr. Deswegen habe ich mir dann einfach nur noch Alola Kokowai reingepickt, weil wir haben es in der MPBL benutzt. Wir konnten damit nicht wirklich groß was anfangen. Deswegen will ich es hier noch einmal versuchen. Und ja, das wäre mein Kader für die 5. Season der UDT. Was meint ihr dazu? Schaffen wir es wieder in die Playoffs oder verkacken wir diesmal gänzlich? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ansonsten das Like nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns dann am 23.08. spätestens wieder zum ersten Spieltag, wo wir gegen King Blacks, dem Sieger der GPL, aus Liga 2 antreten müssen. Was definitiv keine leichte Aufgabe wird, aber das dachte ich auch in Season 4 gegen Ele. Und da haben wir den 6-0 weggehauen. Und das wird dieses Mal nicht passieren. Aber wir haben es getan. Und ja, wieso nicht wieder? Tu es nochmal. Na gut, bis dahin. Ciao.